kein Schweizer Tag beim grossen Preis von China. Keine Punkte also für die schnellen Schweizer auf zwei Räder. Dafür hat es sehr gut ausgesehen für einen schnellen Schweizer auf vier Räder. A1 heisst die Rennserie im Automobilrennsport. Das ist ein sogenannter Nationencup für Autos, wo 550 PS stark sind. Und gefahren wird da sehr international. Ein Haufen Nachwuchspiloten am Start. Und Schweizer Team ist mit hervorragenden Perspektiven zum letzten Rennen zu Brands Hatch, also auf dieser legendären Rennstrecke, gestartet. Ein siebter Platz hat Nil Chani, einem Schweizer Pilot, für den Weltmeistertitel gelangt. Die Ausgangslage für die Schweiz also optimal. Zumal Nil Chani im ersten von zwei Rennen, dem sogenannten Sprint Race, aus Position 3 ins Rennen starten konnte. Bereits in der ersten Kurve wurde Chani überholt und fiel auf Platz 4 zurück. Kein Problem aber für das Schweizer Team um Max Velti. Er wusste, dass der einzige verbleibende Konkurrent Neuseeland mit Jonny Reid lediglich auf Platz 8 lag und die Weltmeisterträume begraben konnte. Denn Nil Chani verteidigte seine vierte Position über die 15 Runden souverän und holte sich gleich im ersten Rennen die benötigten 8 Punkte und somit vorzeitig den Weltmeistertitel. Der erste Titelgewinn in der A1-Serie für die Schweiz war Tatsache und das Hauptrennen am Nachmittag nur noch Formsache. In den letzten 48 Runden der Saison ging es für Chani darum, sein Auto unbeschadet ins Ziel zu bringen. Der 24-jährige Berner setzte sogar noch einen drauf und beendete das Rennen in Brands Hatch als Dritter und holte den 11. Podestplatz in dieser Saison. Die Freude bei der 20-köpfigen Rennequipe des Schweizer Teams riesengroß. Im dritten Jahr der A1-Serie holte sich die Schweiz erstmals den Weltmeistertitel und schreibt ein Kapitel Schweizer Autorenngeschichte. Jetzt offenbar ein paar ziemliche Fans drunter. Ja, also Insider sagen, das ist wirklich ein Titel von einem grossen Wert. Vergleichen ihn sogar mit dem Sauber Mercedes-Erfolg und anderen wirklich historischen Punkten in der Schweizer Automobil-Rennsport-Geschichte. Ja, was steckt dahinter? Hinter dem Sieg in der A1-Serie? Das zeigen wir Ihnen jetzt. Sie sind Weltmeister und kaum einer kennt sie. Der Star Nil Chani, Ex-Formel-1-Testfahrer. Ich weiß, was ich will und dorthin will ich und da probiere ich auch aus. Der Macher hinter dem Erfolg, Max Velti, Ex-Sauber-Teamdirektor. Das Schöne ist wieder an eins, dass man von einem Nationen-Weltcup redet. Also es ist eigentlich ein Teammeisterschaft in allererster Linie. Das Weltmeisterteam bei der Streckenbesichtigung im englischen Brands Hatch. An jener Stelle, wo 1971 Formel-1-Legende Joe Siffert starb. Du meinst in der Joe Siffert-Geraden? Oder die nächste? Ist Joe Siffert dein Idol? Fragt Teamingenieur James Robinson. Ich weiß nicht, war damals ja noch nicht geboren, sagt Nil Chani. Trotz Weltmeistertitel, die Formel 1 bleibt sein großes Ziel. Ja, es ist ganz klar, dass Formel 1 ist technisch sehr sicher das Höchste, was es gibt im Motorsport, weil ausgefeilter und genauer, also Formel 1 kann es gar nicht zu und her gehen. Aber eins ist schön, dass wirklich jedes Team das gleiche Auto hat, gleichen Motor und es hat eigentlich jeder die gleiche Basis. Also es hat jedes Land die gleiche Basis, um schnell sein oder halt langsam zu sein. Wenn jedes Team das exakt gleiche Auto hat, gewinnt der Fahrer an Bedeutung. Nil Chani, 25-jährig, aus Jens bei Biel. Wohnhaft in Luton, nördlich von London. Vater Inder, Mutter Schweizerin. Ich bin sicher ein genauer Arbeiter. Für mich muss er wirklich auch sein Plätzchen, ist sehr genau. Er ist sehr schnell, anständig, kurzum der beste Botschafter für unser Land. Gegen aussen ist er ein sehr ruhiger Typ. Aber wenn man ihn wirklich näher kennt, ist er ein witziger Typ, der aber trotzdem seine Ziele nie aus den Augen verliert. Ist eigentlich auch ein Perfektionist. Die A1-Serie. 11 Rennen pro Jahr auf der ganzen Welt. 20 Teams aus 20 Ländern. Ein A1-Mann der ersten Stunde ist der Zürcher Max Velti.
Trotz Weltmeistertitel. Bisher hat er mit seinem Rennstall noch kein Geld verdient. Also es gibt im Motorsport Leute, die Geld verdienen. Es gibt auch solche, die sehr viel Geld verdienen, wie wir wissen. Ich gehöre leider nicht zu der ersten und nicht zu der zweiten Kategorie. Aber ich darf mich auch nicht beklagen. Es kommt mir wirklich alle drei Wochen und immer wieder kommt es mir ein bisschen vor wie kleine Olympische Spiele. Es ist faszinierend zu sehen. Funkkommunikation beim Boxenstopp. Der gute Draht zwischen Fahrer und Technik. Einer der Schlüssel zum Schweizer Erfolg. Aber nicht der einzige. Mir hat die Serie schon immer gefallen, von Anfang an. Weil das Konzept gefällt mir und einfach, wie sie so läuft, auch sehr unpolitisch. Es geht wirklich rein um den Sport und wer die Besten sind, sind auch vorne. Und das gefällt mir sehr gut in dieser Serie. Nächstes Jahr fährt die A1-Serie mit Ferrari-Autos. Das Ziel des Schweizer Teams um Neil Chani bleibt das gleiche. Der Weltmeistertitel. Und vom Schweizer Automobil-Weltmeister-Team kommen wir jetzt zum Schweizer Fußballmeister.